Papa, ich kann nicht mehr einschlafen. Mücke, es ist doch mitten in der Nacht. Wartest du, bis ich eingeschlafen bin? Na klar. Das Licht nicht an. Es ist alles in Ordnung, Mama. Geh bitte wieder ins Bett, ja? Wie sieht's denn hier aus? Ich mach das schon. Nicht so laut. Wächst noch die Kleine auf. Soll ich dir einen Kaffee machen? Nein. Jetzt bin ich wach. Warum kann ich nicht morgens einfach alleine aufstehen? Halb vier, wenn du schlafen willst, musst du Lehrer werden. Entschuldigung, ich hab's falsch. Hol die Croissants aus der Kühlung. Und beeil dich mit dem Zuckerguss. Alles klar. Morgen. Habt ihr die Bestellung für den Römerhof? Weiß ich nichts von. Hing am Brett wie immer. Da war nichts. Ja, wahrscheinlich hast du ihn in diesem Chaos. Entschuldigung. Mama, 30 Baguette, wo soll ich die jetzt hernehmen? Hier. Die sind für hier. Da verkaufe ich eben Brötchen. Morgen, Chef. Guten Morgen, Missy, lass mich mal gerade durch. Moment, muss ich erst mal einatmen, sonst wird das nichts. Was mache ich mit dem Jungen bloß? Der Junge ist fast 50. Der braucht eine Frau, aber eine, die weiß, wie es ist, wenn man jede Nacht in der Backstube steht. Mach doch keine mit. Damit Fritz nicht anders. Der ist abends auch immer hundemüde, trotz Mittagsschlaf. Morgen. Morgen. Leider keine Aprikosen, war keine gute Ware da, aber wunderbare Pflaumen. Die muss man vorher waschen, ja? Was glauben Sie, wie viel ungewaschene Pflaumen ich in meinem Leben schon gegessen habe? Das kann sein, aber ist ungesund. Ja. Und was macht Lisas Hochzeit? Haben Sie wegen dem Schiff gefragt? Ausgebucht. Anscheinend heiratet halb Köln. Dabei hätte es mir so gut gefallen, besonders nachts die Lichterketten. Richtig romantisch. Aber sowieso zu teuer. Schade. Und jetzt? Ich denke, wir machen es doch im Garten. Garten ist auch schön. Ja, aber schade ist trotzdem. Ab morgen 3 Stiegen. Ich stelle es hinten ab, ja? Wie immer. Wie immer. Papa? Papa? Hallo. Papa, steh auf. Was ist? Mann, du bist ja noch gar nicht angezogen. Beeil dich, wir müssen los. Ich weiß doch gar nicht, was ich da soll. Papa, du hast es versprochen. Wann soll ich da etwa mit Oma hingehen? Ja. Komm, du musst nur sagen, ob es gut aussieht. Hallo? Das gefällt mir. Echt? So was Ähnliches hat deine Mutter angehabt. Hallo? Polizei! Papa, bist du wahnsinnig? Einen Moment, ja? Ja, so bin ich das mit den Pailletten nicht. Ich sehe aus wie eine Presswurst. In Schwarz sind sie sehr dezent. Haben Sie das Grüne?
Ja, aber nur noch in 36. Dann kriege ich wenigstens die Beine auseinander. Ich hänge Ihnen das andere hier an die Seite. Schrecklich. Einfach schrecklich. So, jetzt bin ich für Sie da. Um was geht es? Ich suche ein Hochzeitskleid. Und zwar vielleicht was Schulterfreies? Oder, Papa? Ja, von mir aus. Wissen Sie was? Wir suchen erstmal die richtige Linie für Sie aus. Und dann führen wir Ihrem Vater was vor. Sie können sich setzen. Hi. Wann? Oh nee, das wird mir zu knapp. Okay. Nee, gut, komm, dann schick's mir. Ja, klar. Sie sind ja ein sehr schlechter Schauspieler. Entschuldigung. Sie waren da schon zugange und dann habe ich die Augen zugemacht. Ich finde ja nicht, dass Sie zu dick sind. Und oben müssen Sie auch nicht nachhelfen. Na toll. Hätten Sie nicht sowas sagen können wie, Sie sehen fantastisch aus? Bin ich nicht der Typ für, tut mir leid. Was sind Sie denn für ein Typ? Ich bin nur hier, weil meine Tochter ein Hochzeitskleid braucht. Ah, also kein Frauenversteher und auch nicht schwul? Nee, Witwer. Oh, das tut mir leid. Das ist schon länger her. Jetzt wollte ich das Teil eigentlich kaufen, aber scheint sie ja nicht vom Hocker zu hauen. So, einmal das Kartoffelbrot. Na, junger Mann, was möchten Sie denn? Ich weiß auch nicht so genau. Gelegtes Brötchen oder soll ich mir jetzt nur so ein Körnerbrötchen holen? Jitsi, kannst du mal weitermachen? Klar. So, was darf's denn sein? So ein Körnerbrötchen. Meerkorn, Vollkorn? Oh. Kürbiskern, Sesam, Mohn. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie haben einen Herzanfall. Ja, genau so habe ich meinen Mann damals gefunden. Hinter dem Rollwagen mit den Roggenbrötchen. Ich wollte mich nur ein bisschen hinlegen. Auf dem Boden? Nicht so genau. Was ist denn? Geht's Ihnen nicht gut? Kommen Sie rein. Können Sie mir mal helfen? Ja, sicher. Hier. Oh, haben Sie kalte Hände? Entschuldigung, was soll ich machen? Halt dich aus. Sind Sie gar nicht mal so kalt? Das klemmt irgendwie. Das ist ja das Problem. Warten Sie, vielleicht kann ich so rumhauen. Vorsicht, so machen Sie es kaputt. Spätestens, wenn der Hintern kommt. Okay, der ist da nun mal. Dann versuchen Sie es noch mal. Ei, jetzt hab ich's. Ach, super. Danke. Papa? Sieht gut aus. Obwohl, deine Oberarme. Was ist mit denen? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Allmählich kriegst du euch die Schultern wie ein Boxer. Ist das so schlimm? Nein, ich meine, es wirkt irgendwie
Stabil. Was sagen Sie? Ja, wir könnten es mit einem Bolero versuchen. Das kaschiert ein wenig die Schultern und die Oberarme, betont aber die Taille. Ich habe aber keine Taille. Ach, das stimmt ja nicht. In der Mitte bist du doch ganz schmal. Hat es gepasst? Ich muss noch mal überlegen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wie findest du das? Krass, 180 Euro? Nicht anfassen. Kann ich's trotzdem? Ja. Ich suche Ihnen das in Ihrer Größe aus. Ja. Haben Sie mehrfach angeschrieben, ohne jegliche Rückmeldung. Außerdem nicht wahrgenommene Deutschkurse. Deutschkurs. Sehen wir uns gezwungen, die Rückführung in Ihr Heimatland innerhalb der nächsten 2 Wochen zu veranlassen? Da gab es diese Briefe. Die habe ich aber nicht ernst genommen. Ich dachte mir, es wäre Werbung für Ausländer, die kein Deutsch können. Und haben Sie die anderen Briefe noch? Zu Hause. Aber da gehe ich nicht mehr hin. Da warten Sie schon womöglich. Ach, glaube ich nicht. Im Fernsehen habe ich mal gesehen, wie jemand abgeschoben wurde. Mit Handschellen. Und er dürfte nur einen Koffer mitnehmen. Und er wurde nie wieder nach Deutschland reingelassen. Ich kann die Briefe aus Ihrer Wohnung holen. Ach, Sie? Ja, sicher. Ist doch kein Thema. Und solange ich nicht zurück bin, warten Sie am besten bei uns. Ich verstehe das alles nicht. Es wird schon wieder. Hey, Olli. Du bist Schäfer, ja? Danke. Ausländerbehörde. Bitte öffnen. Das hätte ich mir ja denken können. Nachbar? Ach was, aus dem kriegt man doch nichts raus. Der ist doch garantiert da. Berliner, Ihre Rambo-Methoden sind einfach lächerlich. Bisher habe ich noch jeden erwischt, auch so. Herr Yildirim, wir kommen wieder. Besser, Sie sind dann da. Gott, Sie haben ein Testosteronproblem, wissen Sie das? Was sieht meine Verlobte anders? Thank you.
Na, da ist aber einiges zu tun. Warum schenkst du den beiden eigentlich nicht eine Reise? Sonja hat immer gesagt, wenn du ein Wohnmobil hast, kannst du einfach losfahren. Wenn du willst. Wann wollt ihr denn mal campen? Waren wir nicht. Wir hatten ja auch kein Wohnmobil. Aber wenn wir eins gehabt hätten, hätten wir es vielleicht gemacht. Die jungen Leute setzen sich doch heute lieber in den Flieger. Halt die Klappe und hilf mir lieber. Pfui, Teufel, das ist ja furchtbar. Das kommt alles raus. Leon, ich hab kein Kabel. Wieso denn nicht? Weil es nicht mal. Ist auch egal. Jedenfalls brauche ich ein Kabel. Zeig mal her. Sonst hatte ich auch mal. Die Akkus taugen nix. Aber hast du das Kabel noch? Müsste ich mal im Büro gucken. Ja, dann gucken wir im Büro nach. Haben Sie meine Briefe gefunden? Ja. Ich habe mit einem Rechtsanwalt telefoniert. Er sagt, wenn man die Zusammenarbeit mit den Behörden verweigert, dann... Auf keinen Fall können Sie zurück. Was ist denn passiert? Stellen Sie sich mal vor, steht doch plötzlich der zukünftige Mann meiner Enkelin vor Ihrer Tür. Wie? Eine Frau war auch dabei. Die war von der Ausländerbehörde. Das hab ich gewusst. Aber die haben gar nicht bemerkt, dass ich da bin. Keinen Piep hab ich gemacht. Sie haben sich aufgeführt, als würden sie einen Verbrecher suchen. Ich schwöre Ihnen, nichts habe ich gemacht. Immer Steuern gezahlt. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe Ihnen erst einmal ein paar Sachen zum Übernachten mitgebracht. Übernachten? Hier? Bitte. Was soll ich damit? Sie können gerne hier beten, Herr Yildirim. Nur nicht so laut. Das ist mein Fußabtreter. Ach so. Frau Maybach, ich kann doch unmöglich hier bei Ihnen schlafen. Sie müssen. Alles andere ist zu gefährlich. Ihr Sohn, was sagt er dazu? Mein Sohn? Ach, mit dem rede ich schon. Herr Yildirim, was machen Sie denn hier? Mir? Herr Yildirim hat ein kleines Problem. Er bleibt ein paar Tage bei uns. So? Was haben Sie denn für ein Problem? Schätzelein, das würde ich mit Herrn Yildirim gern allein besprechen. Ich höre einfach nicht zu. Mia. Hallo. Jemand zu Hause? Du darfst zu niemandem sagen, dass Herr Yildirim hier ist, schon gar nicht zu Chris. Was ist denn jetzt mit Herrn Yildirim? Nichts, gar nichts. Du darfst nur nicht sagen, dass er hier ist. Das Kind kann doch nicht lügen. Es geht nicht anders. Nur eine kleine Notlüge. Solange, bis sich alles geklärt hat und Sie in Ihre Wohnung können. Aber da sind Sie im Moment wirklich nicht sicher. Ich meine, hier sind Sie auch nicht so richtig sicher, außer Sie bleiben in meinem Zimmer. Frau Maybach, bitte sprechen Sie nicht weiter in Rätseln. Sie machen mich nervös. Es ist eine Katastrophe. Hallo, ich bin's. Schaffst du das? Wir kommen! Los. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann meinte die blöde Kuh, dann hat die doch glatt zu mir gesagt, ich würde nicht das nötige Einfühlungsvermögen zeigen. Na, Bent. Hi, Oma. Was gibt's zu essen? Ich hab Schnitzel aufgetaut, aber nur drei. Ich wusste ja nicht, dass ihr kommt. Der Türke war da, ich bin ja nicht blöd. Jetzt können wir wegen ihm noch mal hinfahren. Wann denn? Nächste Woche. Klar, die tun mir auch irgendwo leid. Ach, das wüsste ich aber. Ich hab nichts gegen Türken. Aber es muss eben auch alles seine Ordnung haben. Oma, ich kann für Chris und mich auch einfach einen Salat machen. Salat? Ich hab Hunger. Du solltest wirklich nicht so viel Fleisch essen. Das macht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Müsst ihr eigentlich immer in Uniform hierher kommen? Schön ist es nicht. Immer die Polizei im Haus. Oma, hat das irgendwas mit dem Yildirim? Du deckst bitte den Tisch. Ich hab heute Morgen ich schon. Ich möchte kein Wort mehr hören. Ach, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Jetzt habe ich mich schon wieder vertippt.
Weswegen sucht ihr ihn denn? Wen? Den Türken. Keine Ahnung. Das ist Sache der Ausländerbehörde. Ich muss den Typen nur aufgreifen und die Kollegin sichern. Seit wann interessiert denn dich das? Muss doch spannend sein, Job. Jeden Tag neue Leute. Oma, mein Brautkleid ist so schön. 480 Euro für einmal tragen. Ich brauche auch noch ein weißes Kleid. Kaufst du mir eins, Oma? Kommt drauf an. Eine alte Freundin von mir, die ist auch mit einem Ausländer zusammen. Der soll jetzt ausgewiesen werden, ganz überraschend. Die Frau ist völlig mit den Nerven fertig. Der wird schon was ausgefressen haben. Hat er nicht. Ist das Rita? Wie kommst du denn jetzt auf Rita? Na, die steht doch auf so Exoten. Der Mann ist absolut seriös. Er lebt schon ewig hier. Kennst du ihn, oder was? Nur so, vom Sehen. Aber ich rede nicht von Rita. Wer ist es denn dann? Kennst du nicht. Also, wenn er erstmal den Bescheid bekommen hat, wird's schwierig. Die Frau ist völlig fertig. Was kann man denn da machen? Soll sie ihn halt heiraten. Heiraten? Was ist denn mit den Torten hier? Die müssen weg. Chris? Wo willst du hin? Auf Toilette. Ah. So schnell kann man doch gar nicht heiraten. Spiegel in der Umkleidekabine. Ja, Entschuldigung. Ich habe gehofft, dass Sie anrufen. Nee, ich kann es Ihnen vorbeibringen. Wo? Altes Brauhaus. Na klar. Bis gleich. Wieso ist denn das Klo abgeschlossen? Oliver, ich muss dir was sagen. Es geht nicht anders. Es ist auch nur für kurze Zeit und wirklich nur vorüber. Was ist denn jetzt los? Ich muss mit dir reden. Mama, jetzt nicht. Ich muss noch mal weg. Kannst du Mia ins Bett bringen? Und die Abrechnung noch fertig machen, das schaffe ich nicht mehr. Na, mach ich. Gehst du aus? Ins Bad. Handtücher sind neben der Tür. Danke. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist denn? Ich habe meinen Rasierpinsel vergessen. Danke. Hallo. Hallo. Setzen Sie sich doch. Haben Sie schon gegessen? Ja. Ist gut hier. Schon wieder da? Ach so, das ist Farbe. Ich hab gestrichen. Ihr Telefon hat auch was abgekriegt. Egal. Danke fürs Bringen. Und, hat Ihre Tochter noch was gefunden? Ja,
So eine kurze Jacke. Die Arme sehen jetzt gut aus. Oberarme wie ein Boxer. Das arme Mädchen. Ja, ist doch so. Will man die Wahrheit überhören? Lisa ist Polizistin. Haben Sie noch mehr Kinder? Mia ist 8. Also ein alleinerziehender Vater. Ja, meine Mutter ist auch noch da. Sonst würde das mit dem Betrieb nicht gehen. Ich habe eine Bäckerei. Ah, Sie sind Bäcker? Mhm. Und Sie? Ich spiele Cello. Ich meine, was haben Sie für einen Beruf? Ich spiele Cello. Sie sind Musiker? Ja. Ach so, das, ja, das kann man ja nicht ahnen. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Musik. Oh, ein Kollege von mir. Geben Sie mir mal ganz schnell Ihre Hand, dann sieht das so aus, als hätten wir ein Rendezvous. Greta, bist du irre? Ich suche dich überall. Wir müssen eine halbe Stunde auf der Bühne stehen. Heute? Ja, Open Air Stadtteilfest. Oh Mann, voll vergessen. Das tut mir jetzt echt leid. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ja, vielleicht, klar, klar. Aber hier, danke nochmal fürs Handy bringen. Ja, doch. Mach schon. Tschüssi. Ich hab angerufen. Tschüssi. Und, zahlen Sie es für die Daten mit? Macht 14,80. Riem, wollen Sie nicht lieber auf die Couch? Oliver? Was wird denn das? Pflaumenkuchen. Jetzt. Ja, jetzt. Was dagegen? Nein, nein. Immer wenn du nachts Kuchen bäckst, hast du was. Bin schon. Wo warst du denn heute Abend? Ist doch egal. Vorhin beim Essen, hast du das ernst gemeint? Was? Dass meine Freundin den Türken heiraten soll. Wenn sie ihm nicht hilft, ist es vielleicht zu spät. Das würde sie sich nie verzeihen. Das geht schief. Was? Das kennt man doch. Paare, die so verschieden sind. Wen kennst du denn? Niemanden kennst du. Also red nicht so. Du musst halt wissen, ob sie damit klarkommt. Ist eine ganz andere Kultur. Besser, du mischst dich da gar nicht ein. Das sind doch alles nur Vorurteile. Stell dir vor, ich würde eine Frau anschleppen, die hier gar nicht reinpasst. Ja? Vergiss es. Ich glaube, meine Freundin sollte mal ein bisschen was wagen. Dir würde es auch gut tun, unter Leute zu gehen. Du hast keine Ahnung von da draußen. Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Das ist doch kein Leben hier. Lass mich einfach in Ruhe. Geh schlafen. Ich mach das fertig. Nacht. Nee.
Machen Sie das jeden Morgen? Seit ich denken kann. Für mich? Ja. Bitte. Schweinefleisch. Um Himmels Willen, das habe ich völlig vergessen. Sie sind ja Moslem. Riecht aber gut. Als Moslem darf ich Schweinefleisch essen, wenn sich nichts anderes bietet. Also, es gibt eine Möglichkeit, Herr Yildirim. Brauchen Sie mich? Hm. Sie könnten in Deutschland bleiben, ganz legal. Und da dachte ich, würden Sie mich heiraten, Herr Yildirim? Ich weiß, gerade in Ihrer Kultur ist es nicht üblich, dass eine Frau, ein Mann, bei uns ja eigentlich auch nicht. Meine Güte, ist mir das alles peinlich. Aber mir fällt keine bessere Lösung ein. Man kann sich ja wieder scheiden lassen, ist ja nur für kurze Zeit. Frau Maybach, Sie kennen mich kaum. Ich liefere Ihnen nur Obst. Ja, wie kommen Sie denn jetzt an Ihr Obst? Hat Mitzi heute woanders geholt. Frau Maybach, Sie sind sehr hilfsbereit. Aber ich will das nicht annehmen. Schon wegen Ihrer Familie. Ich bin alt genug. Ich werde einen Teufel tun und meine Familie fragen, ob ich heiraten darf. Die machen auch, was sie wollen. Ist ja auch nur für die Behörde. Das ist Betrug. Finde ich nicht. Wir machen es doch nicht wegen Geld oder so. Nein. Nein. Wenn wir es machen, dann, weil... Ja, Sie müssen ja irgendwie an Ihr Obst kommen. Und man kann sich ja auch wieder scheiden lassen. Eben. Tschüss, Chef. Kalle. Tschüss, Chef. Wo ist meine Mutter eigentlich? Keine Ahnung. Hat noch die Bestellungen gemacht, dann ist sie weg. Aha. Ah! Oh nein! Was ist passiert? Die Kalle ist beim Abtrocknen einfach geplatzt. Oh, mir wird schlecht. Vorsicht. Komm her. Das muss genäht werden. Ich bring dich jetzt zum Arzt. Jetzt? Ja, morgen muss es nicht mehr nähen lassen. Was ist denn an meinem Laden? Den machen wir so lange zu. Komm. Was denn? Nein, das ist doch Quatsch. Ich gehe alleine. Es sind nur ein paar Meter. Also wirklich, du schaffst das? Ja. Du bist schon ganz blass. Geht schon. Ich brauche meine Tasche, aber. Ja. Hier? Ja, hier. Ja, pass auf dich auf. Ja. Hallo? Ja? Ich hätte gern ein Kartoffelbrot und zwei Brötchen, bitte. Was kann ich für Sie tun? Sie? Hallo.
Was machen Sie denn hier? Kann ich ein Stück Pflaumenkuchen haben? Ich hab schon gedacht, Sie wollten Ihr Essen bezahlen. Hab ich nicht? Nee. Oh, stimmt, voll peinlich. Wie viel war's denn? Ist jetzt auch schon gut. Wollen Sie den mit oder ohne Sahne? Sie sind sauer. Nö. Mit Sahne bitte. Und kann ich einen Kaffee haben? Nee, die Kanne ist kaputt. Verstehe. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich Sie noch mal wiedersehe. Sie hätten es ja versuchen können. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie da so scharf drauf waren. Sie machen es mir ganz schön schwer. Ich? Jedenfalls danke, dass Sie das Essen für mich bezahlt haben. Großartig. Ich liebe Pflaumenkuchen. Schönen guten Tag. Hallo. Ich glaube, ich brauche noch einen. Ich habe auch noch gar nichts gegessen. Bitte? Ich nehme so eine Vorstellung. Tag. Ein Olivenbaguette, bitte. Die habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Ja, es war jetzt nicht so schlimm. Ich dachte mir, ich versuch's mal mit einer Hand. 82. 82. Ich mach weiter. Danke. Haben Sie zufällig 80 Cent klein? So. Oh, toll. Das ist prima. Bitte? Ist ja ganz schön viel los hier. Ja, wiedersehen. So, was darf für Sie sein? Mit oder ohne Rosé? Alles klar. Oh, Chef? Ja? Können Sie bitte? Ja. Einfach? Ja. Für wie viel ist das? Ja, aber ohne Kühlung ist schlecht mit Sahne. Da würde ich was anderes nehmen. Okay. Gut, dann muss ich noch mal gucken, ob ich da so viel habe. Moment. Können Sie ruhig in eine Tüte packen. Zwei Pflaumenkuchen. Mit oder ohne Sahne? Mit. 4,20 bitte. Haben Sie es vielleicht klein? Hab ich schon sehen. Dankeschön. Sagen Sie, kann ich das bei Ihnen in die Tür hängen? Nee, tut mir leid, sowas machen wir gar nicht. Vielleicht kann ich ja Ihren Chef fragen. Nee, den brauche ich da nicht fragen. Wiedersehen. Wiedersehen. 15:30 habe ich notiert. Danke, wiederhören. Frag mich noch, ob es hier aufhängen darf und ich habe Nein gesagt. Wie bescheuert muss man sein und dann noch mal innen. Komm mal her. Oh, ich würde sagen, das Intro haben Sie noch mitbekommen. Entschuldigung. Um die Zeit bin ich sonst im Bett. Yes, es ist noch nicht mal 10. Ich muss um 2 Uhr aufstehen. Kann ich zahlen? Da macht man sich ja keine Gedanken, wenn man morgens Brötchen holt. Irgendein armes Schwein muss sie ja backen. Ja, das arme Schwein bin ich. Danke. Besser, Sie gehen heim. Jetzt bin ich ja ausgeschlafen. Ihr könnt noch was essen gehen. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen spät. Aber in der Bar. Ich habe keine Ahnung, was macht man denn um diese Zeit? Frische Luft wäre nicht schlecht. Komm. Habt ihr oft solche Auftritte?
Naja, also es gibt Zeiten, da könnten wir 3 Konzerte am Abend geben und dann ist wieder totale Flaute. Wir spielen ja schon ziemlich lang zusammen. Aber momentan, also irgendwie, es geht nicht so richtig weiter. Was geht nicht weiter? Mit der Musik? War doch gut. Wie willst du das denn beurteilen? Nur so geschlafen? Ja, nicht die ganze Zeit. Das ist schon komisch, ne? Wenn du nicht zufällig in die Bäckerei gekommen wärst. Das war auch kein Zufall. Also so viele Bäcker, die Oliver heißen, gibt's nicht in Köln. Oh, ich bin zu ungeduldig, immer schon gewesen. Nein, nein, ist schon gut. Ich bin nur nicht so richtig in Übung. Jetzt habe ich doch Hunger. Ich kann dir eine Pizza backen. Um die Zeit? Na, backen kann ich immer. Okay. Was willst du eigentlich mit dem vielen Teig machen? Baguettes. Jetzt? Mhm. Kannst mir ja helfen. Okay. Nächste Woche habe ich ein Vorspiel. Das wäre ein tolles Orchester. Boah. Ein Dirigent, der so ganz, ganz spannende Projekte macht. Aber das wird sowieso nichts. 43 Bewerber allein in Hamburg. Herr Krokodil! Wie kriegst du das hin, dass sie so gleichmäßig sind? Na ja. Pizza gemacht, ich hatte Hunger. Wo kommt der Rotwein her? Von der Tankstelle, wieso? Mama, bitte geh einfach wieder schlafen, okay? Papa, ich kann nicht mehr einschlafen. Mama, kommst du auch? Wo gehst du hin? Ich muss noch in die Backstube. Ich muss aufräumen. Lest du mir noch was vor? Da warf er auch schon die teuflische junge Hexe aus dem fahrenden Wagen, sodass sie sich alle Knochen brach. Es war, denn ein Urenkel des Grafen und des schönen Apfelfräuleins lebt heute noch. So, jetzt wird aber geschlafen. Hm? Komm, unter die Decke. So. Gute Nacht. Wartest du noch, bis ich eingeschlafen bin? Greta? Die ganze Zeit gemacht. Ich musste Mia noch was vorlesen. Du weißt doch, wie arschkalt das da drin ist? Warum bist du denn nicht alleine raus? Ja, hab ich versucht, aber der Hebel, der klemmt manchmal, das stimmt, das tut mir leid. Komm, stell dich hier. Der hat noch Restwärme. Sag mal, geht's noch?
Bin doch kein Brötchen, was du tiefgefrierst und dann wieder aufbackst. Natürlich. Oh. Herr Jederin, wo wollen Sie denn hin? Ich hab die Ringe vergessen. Sie haben Eheringe besorgt? Braucht man doch, oder? Nein, heutzutage nicht mehr. Darf ich mal sehen? In ewiger Treue, Kemal Yildirim Maybach. Herr Yildirim. Hat mir der Goldschmidt vorgeschlagen, weil wir doch schon so älter sind. Kann man ja wieder einschmelzen. Gehen wir. So, dann müssten wir hier aber haben. Ah ja. Beglaubigter Ausdruck Geburtsregister. Ja, da fehlt aber dann. Ah ja. Internationale Geburtsurkunde. Ja. So, jetzt müssten wir aber auch noch. Das ist natürlich ganz wesentlich. Tja, Yildirim. Yildirim. Yildirim, ja. Das Ehefähigkeitszeugnis, das fehlt. Das sollte direkt hierher gefaxt werden. Faxt, ja. Gut, dann ist das vielleicht hier. Sorry, da muss ich mal schauen. Ah, Entschuldigung. Hat sich dann doch hier versteckt, nicht wahr? So. Hast du dir ein Bett geholt? Ja. Bist du krank? Oder sieht es denn aus, so? Gesundheit. Es tut mir alles wahnsinnig leid. Ist das immer so bei dir? Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du bist alleine, bei dir ist es einfach, aber ich habe Familie. Ich kann nicht einfach mit einer Freundin auftauchen. Was wäre denn daran so schlimm? Ich weiß doch noch gar nicht, ob das mit uns was wird. Das kann ich dir auch nicht sagen. Liebe Frau Maybach, lieber Herr Yildirim, Kraft meines Amtes erkläre ich Sie hiermit für Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Herzlichen Glückwunsch. Die Heiratsurkunde geht ja dann automatisch an die Ausländerbehörde. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll. Gar nicht. Das wäre mir am liebsten. Ich kann Sie noch nach Hause bringen. Sind ja nur 2 Stationen mit der U-Bahn. Also dann. Morgen, wie immer. Wie immer. Güle güle. Hast du dir wenigstens mal die Menüvorschläge angesehen? Mach ich morgen. Chris, ich will das nicht ohne dich entscheiden. Ich hab doch gesagt, da kümmere ich mich morgen drum. Wie scheiß kümmerst du dich? Mann, jetzt mach doch nicht so einen Stress, doch noch genug Zeit. Stress? Das nennst du Stress? Halt mal still. Ich kümmere mich seit Wochen. Hier habe ich draußen Müll gefunden. Ist das nicht traurig? Sogar die Gästeliste habe ich schon alleine gemacht. Weißt du was? Langsam habe ich das... Geht das schon lange so? Habe ich dir einen Antrag gemacht oder nicht? Ja, aber ich habe einfach das Gefühl, du hast es nur gemacht, weil ich es von dir erwartet habe. Ja, klar. Ich hätte dich bestimmt nicht gefragt, wenn ich es nicht auch ernst gemeint hätte. Ah, großzügig von dir, danke. Dieses ganze Hochzeitsbrimborium, das ist einfach nichts für mich. Sag mir einfach, was ich machen soll, und dann lass mich das auch alleine machen. Soll ich dir vielleicht die Tischdekoration überlassen, hm? Was hast du denn da überhaupt an? Ein Kostüm. Für einen Junggesellenabschied. Ja. Dafür hat er Zeit. Sie lassen sich wieder scheiden? Wir sind ja noch nicht mehr verheiratet. Wo kommt dieses Zeug eigentlich her? Vielleicht gehört es an Yildirim. An Yildirim? Der uns immer diese Obst bringt?
Nicke, wieso sollte denn Herr Yilder dem... Micke? Wie kommst du da drauf? Seit einer Woche? Wo hat denn der geschlafen? In meinem Zimmer. Was? Auf dem Sofa, wenn du es genau wissen willst. Da hätte ja sonst was passieren können. Und wenn geht sich gar nichts an? Ich bin eine erwachsene Frau. Oma. Ist ja nichts passiert, wenn es euch beruhigt. Das hätte ich doch merken müssen. Der war die ganze Zeit hier im Haus. Wo ist denn mein Bier? Jetzt mach doch nicht so ein Gedöns. Deutschkurse, das ist doch lächerlich. Ich habe mit diesen Typen jeden Tag zu tun. Die lügen dir das Blau vom Himmel, um hier bleiben zu können. Der hätte euch die ganze Bude ausräumen können. Herr Yilderim beliefert uns seit 3 Jahren. Er ist ein feiner und ehrlicher Mann. Weißt du nicht, was er macht, wenn er seine Gurken weggepackt hat? Jetzt hört aber auf! Er ist noch lange kein Verbrecher, nur weil er Türke ist. Du hättest mit mir reden müssen. Habe ich ja versucht. Außerdem hast du mich doch draufgebracht. Was habe ich? Herr Yilderim und ich, wir haben geheiratet. Sag mal, glaubst du, die von der Ausländerbehörde sind doof? Sowas nennt man Scheinehe, dafür kommt man ins Gefängnis. Wie wollen die das dann rauskriegen? Die überprüfen solche Ehen. Und dann quetschen die euch aus, um rauszufinden, ob ihr wirklich zusammenlebt. Ja, dann muss Kemal hier einziehen, bevor diese Behörde da ist. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist immer noch mein Haus. Und mein Geschäft. Soll Oma vielleicht ins Gefängnis gehen? Papa, du bist so gemein. Yildirim? Yildirim? So, da war ich doch letzte Woche. Ja, und du hast fast die Tür eingetreten. Das wird ja immer besser. Staatsbeamten den Zugriff verwehrt? Beihilfe zur Flucht? Ich war allein in seiner Wohnung. Das muss ich melden? Jetzt mach mal halblang. Als Beamter im Staatsdienst bin ich verpflichtet... Gar nichts bist du. Ich kann doch nicht tatenlos einem Verbrechen zusehen. Halt einfach mal die Klappe, Chris. Auf keinen Fall heiratest du diesen Wadenbeißer. Ruhe jetzt. Mama, du rufst jetzt diesen Herrn Yilderim an. Wir holen seine Sachen. Ich will mit. Herr Maybach? Herr Yilderim, damit das ganz klar ist, ich mache das nur für meine Mutter. Ja, da sind wir. Was ist? Es ist fast 8, mein Jungs warten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe dir die Fragebögen besorgt. Ich habe dich hergefahren. Was denn noch? Hey, hier geht's um meine Familie. Ich will da wirklich nicht mit reingezogen werden. Weißt du was, Chris? Wenn du jetzt fährst, dann kannst du die Hochzeit vergessen. Super. Klasse. Ganz toll. Aber ich will danach nie wieder hören, dass ich angeblich Zweifel wegen der Hochzeit habe. Danke. Dauert auch nicht lang. Was hat Elisabeth für eine Berufsausbildung? Mittlere Reife und dann Friseurausbildung. Wo? Neuried. Neuwied. Am Rhein. Muss ich doch nicht wissen, oder? Ich weiß nicht mal, wo mein Vater seine Lehre gemacht hat. Die werden das fragen. Und je mehr sie wissen, umso mehr wird man ihnen die ganze Nummer auch abkaufen. Wie heißen die Eltern von der Yildirim? Weiß ich nicht. Yildirim? Richtig, das war eine Fangfrage. Was ist denn mit diesem Samovar hier? Auf jeden Fall. Und vielleicht das Bild? Wer ist denn das? Meine Eltern in Asmaja. Familie? Sehr gut, sowas wollen die sehen. Aber damit habe ich nur einen Fleck auf der Wand abgedeckt. Wollen Sie denn mich bei mir einziehen? Ich würde das Wohnzimmer für Sie freiräumen. Das geht doch gar nicht. Wir haben meine Adresse auf dem Standesamt angegeben. Mehr habe ich nicht gefunden. Das reicht jetzt auch. Ach, meine elektrische Zahnbürste. Hygieneartikel. Überprüfen die als erstes. Das ist dann aber auch wirklich das Letzte. Ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen mickrig. Aber wir können ja unterwegs noch was besorgen. Mama.
Herein. Und? Wie finden Sie's? Ein bisschen sehr türkisch. Meinen Sie? Ja, vielleicht die Kunstblumen weg. Meine Kleider kann ich ja für die kurze Zeit im Koffer lassen. Das geht nicht. Da gucken die auch nach. Ich habe ihnen Platz in meinem Schrank gemacht. Ich komme mir vor wie ein Idiot. Die ganze Dekoration hier ist doch lächerlich. Es tut mir leid, dass ich Sie in diese Lage gebracht habe. Ist ja nun nicht mehr zu ändern. Erreichen Nachrichten nach dem Pieps, danke. Hier ist Oliver. Ich kann verstehen, dass du sauer bist. Das war total bescheuert. Den Hebel von der Kühlung habe ich inzwischen repariert. Also nicht, dass du denkst, ich will dich wieder... Ach Mann, ich rede nur Stuss. Ruf mich bitte an, ja? Meine Güte, haben Sie mich erschreckt. Entschuldigung. Ich habe Tee gemacht. Haben Sie auch genug Wasser reingetan? Bis zur Hälfte. Vielleicht sollten wir mal du sagen, wenn wir schon verheiratet sind. Elisabeth. Jamal, Sie haben ja meinen Ring an. Bitte. Kannst du auch nicht schlafen? Um diese Zeit nie. Hm. Kenn ich. Es schmeckt aber scheußlich. Oh, ja, stimmt. Hm, 3-1. Schon wieder. Morgen. Möchtest du einen Tee? Nee. Wenn das mit der Behörde vorbei ist, dann sind Sie und Ihr türkischer Bazar wieder verschwunden. Ich gehe duschen. Der muss morgens immer alleine sein. Weiter. Entschuldigung, Chef. Ich muss telefonieren. Geschäftlich. Klar, klar, dann wollen wir nicht stören. Ja? Ich bin's, Greta. Ich weiß. Wie geht's dir? Ganz gut. Und dir? Geht so. Was ist los? Mir geht's gut. Hast du immer noch Schnupfen? Du hast angerufen. Ja, ich wollte dich fragen, ob du mit mir ausgehst. Tanzen oder so. Und vorher was essen. Ich hab so Lampenfieber gehabt, dass mir richtig die Hände gezittert haben. Das ist jedes Mal das Gleiche bei mir, wenn ich vorspielen muss. Ich habe mich sogar zweimal verspielt, mich jetzt fast rausgehauen. Die nehmen mich nie. Jetzt wart's doch erst mal ab. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Warum arbeite ich nicht in der Musikschule? Feste Anstellung, bezahlter Urlaub, nie wieder vorspielen. Meinst du das jetzt ernst? Ich lebe doch seit 10 Jahren praktisch aus dem Koffer. Wenn ich nach Hause komme, dann wartet niemand.
Naja, meine Eltern hatten sowas mal. Eiche, rustikal, schrecklich. Wart's doch erst mal ab. Ein richtiges Liebesnest. Das ist doch gar nicht der Tipp für. Kann ich das überhaupt noch verschenken? Das Teil ist 40 Jahre alt. Da sind wir sicher nicht die Ersten. Vielleicht sollte ich es einfach behalten. Hier stört einen niemand. Es ist lange her, dass ich mir gewünscht habe, mit jemand zusammen zu sein. Los. Wohin denn? Ich muss backen. Oh Gott. Die Strähne muss aber gleich noch rein, oder? Nein. Doch nicht. Och, ich weiß nicht, alle sollen mich lieber doch aufmachen? Ist gut oder glatt? So. Du siehst doch schön aus. Lass alle hier mal machen. Großer Bär im besten Alter sucht flotte Biene. Allee, ihr macht das toll. Unsere Lisa sieht so süß aus. Oh Gott, wo hast du denn den Unkram her? Warum hast du mich geheiratet? Kemal, ich kann dir das erklären. Das sind... Ach, du hattest Mitleid mit mir. Diese Männer, Herr Schmidt, Herr Brauer, Herr Otten, die hättest du wohl lieber gehabt. Das ist nicht wahr. Die letzten 3 Jahre, ich habe mich jeden Tag danach gesehnt, dich zu sehen. Auch wenn du nur meine Lieferscheine unterschrieben hast. Ich doch auch. Du hast einfach über meinen Kopf bestimmt. Mich zum Affen gemacht. Du hast mich hier eingesperrt. Du wolltest mir sogar den Anzug deines toten Mannes anziehen. Es tut mir leid. Dann hast du einfach beschlossen, wir heiraten. Ja. Ein türkischer Mann heiratet nicht mal ebenso. Für mich bedeutet er etwas anderes. Glaubst du für mich nicht? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Herrgott, noch mal. Häng dich doch nicht an diesen albernen Briefen auf. Papa? Hm? Ich habe übrigens eine Kollegin für dich eingeladen. Was? Sabine, das ist eine ganz nette. Ich dachte, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal jemanden kennenzulernen. Oder willst du den ganzen Abend mit Mia tanzen? Klar. Ja, ben de çekip gidelim. Ja, braucht aber gar nicht. Au, mikrofon. Kafan aç al. Sıçarım böyle evliliğin içine. Was hat er gesagt, Ali? Das möchte ich lieber nicht übersetzen. Ja, Elsa, das mal. Was machst du denn? Ich räume auf, sieht man doch. Was ist denn los? Kemal hat meine Kontaktanzeigen gefunden. Deine was? Da.
Ja, ich war ein paar Mal aus. Aber das war alles noch vor seiner Zeit. Frau um die 60, flott und lebenslustig, sucht eben solchen Partner zwecks gemeinsamer Unternehmungen und mehr. Mama, du bist fast 70. Na und? Ich fühle mich aber wie 60. Liebste Elli, ist 12. Mai 2007? Wie lange geht denn das schon? Geht dich nichts an. Was ist denn passiert? Hast du gewusst, dass deine Großmutter Kontaktanzeigen aufgibt? Nein. Oma, ist das was Schlimmes? Nein, meine Süße, das ist nichts Schlimmes. Dieser türkische Gockel. Ich hätte sehr wohl noch einen abgekriegt. Aber die waren alle sowas von schwerfällig. Mit Kimmel konnte ich so schön tanzen. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich sowas noch mal fühle, was ich fühle. Mensch, Mama, also dass du in deinem Alter... Was? Meinst du, mit 70 hört man auf damit, sich zu verlieben? Glaub mir, es wird schlimmer. So, jetzt wird geheiratet. Ja, aber eigentlich eher so von weiter weg. Ich hab 4. 4 Schäferhunde. Alles Rüden. Und ich trainiere die alles selbst. Oh, Entschuldigung, Verwandtschaft. Ich muss jemanden begrüßen. Wie war die Trauung? Alles gut gegangen? Naja. Hey. Papa, darf ich schon was von der Torte? Mia, das ist Greta. Greta, das ist Mia. Hallo, darf ich oder nicht? Nein, du wartest. Dann hol ich mir Saft. Mia, jetzt war. Entschuldige. Ja, mach da nichts. Hier, das hier ist fürs Brautpaar. Das kannst du ihm selber geben. Du Kollegen? Oliver, ich muss dir was erzählen. Das ist wichtig. Ich habe den Leben geschlossen. Ich habe das Vorspiel bestanden. Hey, gratuliere. Wunder heißt das ja nichts anderes als lebenslänglich. Lass uns später reden, Skatzo, laut hier. Seid ihr hiermit festgenommen. Kollegen, Zugriff! Der Schlüssel wird an einen geheimen Ort gebracht. Und ihr kommt nicht eher frei, bis ihr ihn gefunden habt. Das ist schon mal ein Vorgeschmack aufs Eheleben. In diesem Brautkleiderladen getroffen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, da hatten Sie auch Wichtigeres zu tun. Sie sehen übrigens großartig aus. Darf ich Ihnen beiden ganz herzlich gratulieren? Sie auch. Alles Gute. Jetzt habe ich extra Sabine für dich eingeladen. Warum sagst denn du da nichts? Habe ich dir nie drum gebeten. Sie sind da. Ja. Ausländerbehörde. Mein Gott, was machen wir denn jetzt? Die Müllabfuhr hat gerade Kimmels Sachen mitgenommen. Ich muss sie stoppen. Scheiße. Ausgerechnet die Olle Neubert. Ja, und jetzt? Müssen Sie aufhalten. Ja, Entschuldigung. Ja, schon klar. Familie. Frau Neubert, das ist ja nett. Darlinge, was machen Sie denn hier? Heiraten. Ach, und diese albernen Spielchen gibt's immer noch. Na, ich wette, Dollinger, Sie haben sich bei Ihrem Junggesellenabschied als Sträfling verkleidet. Das ist meine Frau. Hallo, Lisa Maybach-Dollinger. Maybach, ja. Oliver Maybach, guten Tag. Möchten Sie ein Stück Hochzeitstorte? Danke, bin im Dienst. Da beleidigen Sie aber meinen Schwiegervater. Den Kuchen hat er gebacken. Stück Kuchen? So, na denn, ja. Danke. Ich suche Herrn Maybach-Yildirim. Gehört er jetzt auch zur Familie?
Hey, aber Angela, sie ist in den Weltkühlen. Die Ausländerbehörde, die Beamtin, sie ist da. Ist mir doch egal. Ach, und was passiert, wenn die jetzt mitkriegt? Was? Dass unsere Ehe eine Scheinehe ist? Da hat sie doch recht. Mehr ist es nicht. So siehst du das. Geh ich eben zurück in die Türkei. Was soll ich denn hier? Das machst du nicht. Und warum nicht? Weil ich dich mag, sehr mag sogar. Kemal, ich... Bleib bei mir, bitte. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Keine Kontaktanzeigen mehr. Brauche ich ja nicht mehr. Und du wirst bei mir einziehen? Ja. Und wir werden noch mal heiraten? Türkisch. Ja. Und? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Meine Mutter und Herr Yildirim und Kemal, die sind... ich meine... Also die Sachen von Kemal, die sind noch gar nicht da, weil... Wir wollen erst noch renovieren. Ich würde jetzt gern mit Herrn Marbach Yildirim sprechen. Soll ich Ihnen hier erstmal das Schlafzimmer zeigen oder das Badezimmer? Nein, vielen Dank. Sind Sie Herr Marbach Yildirim? Ja. Ich möchte aber erst etwas klären, dann komme ich mit. Ich liebe diese Frau. Sie ist meine Frau. Und für sie gehe ich auch ins Gefängnis. Gehe ich mit. Gefängnis? Ich suche doch nur ihren Neffen. Neffen? Ja. Kemal Yildirim, geboren am, Moment mal eben, bitte, 12.07.88. Der wohnt doch bei Ihnen. Wir haben wiederholt angemahnt, dass er die Deutschkurse nicht besucht. Und seine Aufenthaltsgenehmigung hat er auch nicht verlängert. Herr Yildirim, ich versuche seit Wochen, Sie deswegen zu erreichen. Die Briefe waren für meinen Neffen. Ja? Habt ihr denselben Namen? Ja. Aber wir haben ihn immer Mustafa Kemal genannt, ja? Er ist schon seit einem Jahr wieder in der Türkei. Die Familie hat ihn zurückgeholt. Moment, das heißt, er ist gar nicht mehr in Deutschland? Er war faul, hat nicht studiert. Ja, wenn das so ist, dann werde ich das mit meinen türkischen Kollegen abklären. Und wenn es stimmt, dann hören Sie nichts mehr von mir. Ja, Wiedersehen. Ah, Frau Linger, schöne Hochzeit noch. Jetzt ganz umsonst geheiratet. Diese Frau passt nicht zu dir. Sowieso weg. Gut. Dann kannst du ja so weitermachen wie bisher. Dich vergraben, schlechte Laune und immer nur für die Arbeit leben. Kemal hat mich gefragt, ob ich zu ihm ziehe. Er passt auch nicht zu mir, ich weiß, aber ich liebe ihn eben. Du ziehst aus? Tagsüber bin ich hier wie immer. Dann ist das eben so. Oliver, wir sind und wir bleiben eine Familie. Aber irgendwann muss jeder von uns seinen eigenen Weg gehen. Mia ist auch irgendwann weg.
Warum hast du sie weggeschickt? Weggeschickt? Du bist dauernd unterwegs. Das führt ein ganz anderes Leben. Würde denn deins ja ein bisschen Schwung bringen? Das würde alles durcheinander bringen. Mia... Halt Mia da raus. Sie ist glücklich, wenn du glücklich bist. Ich geh duschen. Du hast einfach nur Angst. Mein Gott, ist das schön, oder? Schau mal hier, das Bad. Ich verkaufe nicht. Tut mir leid.